Ach, okay. Ja, und, ach ja, hier, warte. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Moment. Hier habe ich nämlich so eine Matte Schrägstrich Plane. Ja. Sogar im Tarnmuster, die man entweder über sich drüber legen kann, damit man nicht gesehen wird, oder eben unten drunter, die ist wasserdicht, sodass eben keine Feuchte hochkommt, wenn man im Freien schlafen muss. Und ansonsten, glaube ich, war es das soweit. Wie, keine Klamotten? Nee, genau, dazu wollte ich noch, die habe ich ja an. Also die würde ich dann anziehen. Aber die habe ich jetzt aber okay. Nicht jetzt hier mir irgendwie hingelegt oder so. Okay, und so Schlüpfe oder sowas? Die gibt's ja überall. Also die Sachen gibt's auch überall. Und aber wenn ich sie jemanden vom Körper ziehen muss, die gibt's überall. Okay. Genau so sieht's einfach mal aus. Okay. Wobei das halt so eine Sache ist, ne? Das habe ich mich dann auch, während ich so zusammengepackt habe, habe ich mich das auch gefragt letztendlich. Ab einem gewissen Grad, irgendwann kommt es ja dazu, dass quasi jeder gegen jeden. Das wahrscheinlich, kommt ja früher oder später mit ziemlicher Sicherheit. Beziehungsweise werden viele Geschäfte sonst was sowieso offen sein und schon halb ausgeplündert. Genau. Insofern kann man sich dann da auch selbst, behaupte ich jetzt einfach mal, bedienen. Ich sage immer, wenn man niemanden deswegen schadet oder sowas, wenn ich da jetzt niemanden für verprügel oder sowas, dann in so eine Situation bin ich schon der Meinung, dass man sich dann schon auch bedienen kann bei, ne? Bei Dingen, die sonst niemand mehr braucht, genau. Ja. Und deswegen ist halt so die Frage, man sollte nämlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe mit dem Rucksack, man sollte so wenig wie möglich mitnehmen. Zumindest die Dinge, wo man weiß, ey, die kriege ich auf dem Weg auch irgendwo oder die kriege ich jederzeit quasi. Dass ich die eben dann nicht von vornherein mitnehme. Das würde, glaube ich, wenig Sinn machen. Ich habe das Problem gehabt bei dieser Denkweise, dass ich mich unnötig in Gefahr begebe, wenn ich denn die Sachen nicht gleich, die ich ja hier aus dem sicheren Haus habe. Ja, wenn ich zum Beispiel Töpfe erst bei Karstadt, wenn es das dann noch geben sollte, shoppen gehe oder so. Nicht mehr. Ja, gut. Nicht mehr so richtig auf jeden Fall. Aber weißt du, dass ich da unnötig jetzt mich irgendwie in Gefahr stürze, weil ich dann in die Shoppingzentren gehe oder sowas? Vor allen Dingen, wie du ja gesagt hast, oder wie ich gesagt habe und du mir zugestimmt hast, man müsste ja so schnell wie möglich aus den Städten rauskommen. Ja, und deswegen habe ich auch ein Problem damit, eigentlich nur eine Rolle Klopapier mitzunehmen. Aber auch das wird irgendwie funktionieren. Und wenn man dann mit dem Arsch über einen Rasen streift oder sowas, das ist vollkommen in Ordnung. Da hatte ich mir auch Gedanken drüber gemacht, dass man ansonsten einfach große Blätter nimmt oder irgendwie ja, sowas. Ja, klar, das ist natürlich. Aber das Problem ist halt auch, das ist ja, also es hat ja nicht nur diese Weiche des Klopapiers hat ja nicht nur damit zu tun, dass das nicht so unangenehm ist, sondern es hat auch damit zu tun, dass dein Arsch einfach nicht wund wird. Und wenn du dir so Blätter nimmst, ich kann mir schon vorstellen, dass der dann auch gerade durch das ganze, die Flüssigkeiten, die da drin sind oder sowas, das wird, ich behaupte einfach mal, dass da dann irgendwann hast du richtig Probleme an der Kinder. Nee, ich hab ja Bepanthen mit. Das ist ja alles gut. Arsch- und Nasensalbe ist das. wo ich jetzt nach Möglichkeit andersrum nutzen. Genau, bitte zuerst. Erst die Nase, dann der Arsch. Was ich mir halt auch gedacht habe, es gibt ja Strom und es gibt ja wahrscheinlich Internet. Wenn ich irgendwie ein Flugzeug in das Stromkraftwerk hier in der Nähe gekracht ist, ja, dann muss ich wahrscheinlich im Internet schnell googeln Überlebenstipps für Anfänger oder sowas und werde mir das einfach ausdrucken. Ja. Ja, und ich habe ja von den Vorhängen schon erzählt, ich würde die auch zuziehen, ja, die ganze Zeit zugezogen haben, würde die Fenster auch verbarrikadieren und sowieso hier zuschließen und so weiter, zusperren und würde dann halt versuchen, so viel Wasser wie möglich in so Behälter wie zum Beispiel mein Eimerchen zu bringen, dass ich auf jeden Fall was da habe, wenn ich mich eben duschen will oder sowas, bevor ich hier weg kann. Und dann würde ich mir auch noch die Karte der Region definitiv ausdrucken, beziehungsweise die Karte zu meinem Zielort. So, und jetzt ist halt die Frage, okay, ich habe also einen Rucksack gepackt, ich glaube, gut vorbereitet zu sein. Was mache ich als nächstes? Und da habe ich den Punkt. Ich muss sagen, ich war stolz auf mich, als ich das gemacht habe. Das hat zwar ein bisschen Pyromanen-Charakter, aber es ist mir recht.
Und zwar habe ich ja hier im Haus eine Alarmanlage, die durchaus auch angeht, wenn, weiß ich, man irgendwie Rauch in den Feuermelder pustet. Dann schreit das ganze Haus. So, ich habe hinten in der Ecke, das ist dort hinten, ja, habe ich so einen kleinen Ofen. Den kann ich anstellen, anmachen und dann, keine Ahnung, packe ich da Papier rein oder sowas. Und dann brennt das Ganze ja natürlich, entfacht, verursacht Rauch. Und das aber in so einem zeitlichen Abstand, dass ich durchaus mich in die Autowerkstatt gegenüber begeben kann, versuchen kann, ein Auto zu klauen. Und in dem Moment piept hier alles, alle Zombies kommen hierher und ich kann von dort aus verschwinden. Das war so Plan Nummer 1. Wahrscheinlich werde ich schon an der Tür aufgefressen. Aber das war so der Punkt, ja, wo ich mir dachte, cool. Und wahrscheinlich finde ich dann auch drüben in der Autowerkstatt irgendwie eine stumpfe Waffe, wie so einen riesengroßen Schraubenschlüssel zum Beispiel oder so ein Drehkreuz, womit ich dann eben die Reifen montieren kann. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann ist das ja alles noch mal ein bisschen, dann kannst du viel mehr mitnehmen. Dann würde ich mich auch voll ausstatten mit allem drum und dran, mit den ganzen. Würde ich erstmal überall, wenn man sowieso noch in der Stadt ist, würde ich erstmal versuchen. Das ist halt auch wieder einmal das Problem, wenn du alleine bist. Wenn du anhältst und aus dem Auto aussteigst. Für? Was weiß ich, für noch weiteren Proviant oder sowas. Ach so, okay. Dann kann jederzeit irgendjemand vorbeikommen und dein Auto quasi entweder irgendwas da rausklauen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, weiterhin, dass man, wenn man in einer kleinen Gruppe unterwegs ist, da durchaus Vorteile hat. Ich habe halt das Problem, ich würde niemanden so weit trauen in der Zombie-Apokalypse, weil selbst Freunde bekanntermaßen nicht mehr Freunde sein sollten oder sein könnten. Und ich, ganz ehrlich, das Überleben des Einzelnen oder des Eigenen ist ja immer irgendwie höher gestellt und deswegen bin ich äußerst misstrauisch. Ich weiß auch nicht, ob ich mich irgendeiner Crew anschließen würde, wenn die zum Beispiel irgendein Camp hätte oder so. Kann ich dir nicht sagen. Vor allen Dingen, wenn es dann so ist mit Unterordnen oder so. Ich ordne mich unter, keine Frage. Aber ob es dann eben gut ist, wenn der zum Beispiel sagt, wir überfallen jetzt das Camp der anderen, ob ich das dann mitmachen sollte, weil ich eben zu der Crew gehöre, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre dann lieber Eigenbrötler. Eremit. Na, weiß ich nicht. Also ich bin da, glaube ich, zu gutgläubig. Ich glaube schon, dass man da weiterhin zusammenhalten würde. Unter Freunden. Zumindest unter richtigen Freunden. Also nicht unter irgendwelchen, sondern den kleinen Kreis, den man halt so hat, sag ich mal. Ja, der ist, das liegt hier nicht mehr auf dem Weg. Muss ich sagen. Also es ist einfach ein Riesenumweg, da die Leute einzusammeln. Und ich finde es, glaube ich, auch schöner, wenn man nicht sehen muss, wie seine eigenen Freunde verrückt werden und oder aufgefressen werden. Und deswegen durchaus auch nochmal so ein Punkt. Aber was würdest du denn als nächstes tun, nachdem du deine Homies da gefunden hast? Nachdem ich die gefunden habe? Weil die werden ja sicherlich in Berlin sein. Ja, naja, ich würde denen sagen, ey, oder man würde halt, natürlich ist es halt immer so eine Sache. Wenn man zu mehreren ist, dann muss man natürlich überlegen, wie man vorgeht in der Gruppe dann. Ist ja klar, deswegen dürfen es eben auch nicht zu viel sein. Aber wie gesagt, wenn mein Vorschlag durchkommen würde, dass wir alle auch ebenfalls in den Norden gehen, dann würde ich halt eher sagen, dass die mal hier in meine Richtung kommen sollen. Und dann ziehen wir zusammen eben los, suchen uns irgendwo ein großes Gebiet, was weit abgelegen ist von größeren Menschenansammlungen, sprich von Städten. Ja. Und vielleicht gibt es auch irgendwo verlassen oder irgendwo tief im Wald irgendwo ein Haus oder sonst was. Und dann würde ich mich quasi verbarrikadieren, so mehr oder weniger. Also ich würde irgendwie da sowas wie ein Fort aufbauen. Mit der Möglichkeit, aber auch jederzeit abzuhauen. Also nicht so ein auf, ich bleibe jetzt hier und sitze es aus, bis es vorbei ist und kümmere mich aber nicht darum, was passiert, wenn hier halt trotzdem mal irgendwie eine Horde Zombies vorbeikommt oder sowas. Also für alle Eventualitäten vorbereitet, aber ich würde auf jeden Fall, würde ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend ziehen. Weil ich glaube nämlich, dass das
Es sei denn, man ist gezwungen dazu, ist ja klar. Aber solange man halt nicht gezwungen ist, durch die Gegend zu ziehen, sprich, dass man nicht irgendwie bedroht wird oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall an einem Ort bleiben, weil man da dann eventuell die Möglichkeit hat, einfach länger zu überleben, beziehungsweise sich auch was nicht nur Provisorisches aufzubauen, sondern einfach irgendwas aufzubauen, wo man dann tatsächlich gut durch den Winter kommt. Wo man eventuell, wenn es halt Jahre dauert, sogar sich Felder anpflanzen kann, was weiß ich was. Also, dass man halt quasi sich was aufbaut, dass man sich auch selbst versorgen kann, ohne dass man immer wieder in die Städte muss. Okay, aber am Anfang müsst ihr ja wahrscheinlich in die Städte, ne? Da ist es schwierig, wenn ihr dann so weit außerhalb seid. Kann ich mir jetzt so vorstellen. Das ist halt so eine Sache, da muss man dann halt eben mal ab und zu mal, geht eine Truppe eben irgendwie los. Kennt man ja aus den Serien. Also letztendlich, die Serien sind ja nicht so weit entfernt von der Realität. In Anführungszeichen Realität. Ja. Das ist ja schon meistens recht gut durchdacht, was die da machen. Also manchmal machen sie halt auch absoluten Bullshit, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, gerade bei The Walking Dead in der Serie, ich weiß nicht, wer von euch die gesehen hat, ich finde es schon recht, also viele Verhaltensweisen finde ich recht realistisch. Jo. Im Großen und Ganzen. Das glaube ich auch, ja. Okay. Naja, ich weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, lieber auf dem Weg, weil ich mich nirgends richtig sicher fühlen würde. Wie das dann tatsächlich sein sollte, weiß ich nicht. Aber jetzt so aus dem, was ich gesehen, gelesen und gehört habe, ist es halt so, dass du nirgends richtig sicher bist und dass du so viel Mühe da reinsteckst, dass du nicht gesehen wirst oder eben, dass so viel Scheiß passiert, einfach weil du ein Camp hast, dass ich mir denke, okay, dann eher nicht. Dann bleibe ich lieber auf den Beinen. Was halt das Problem ist, sind die Jahreszeiten auf jeden Fall. Deswegen ist der Norden eigentlich auch scheiße, weil die Winter und, also Sommer ist echt schön und so weiter, aber die Winter sind hart, ganz einfach. Und da wäre der Süden natürlich cooler. Wobei der Süden natürlich da auch wieder, da müsste man sich so dem Vögeln anpassen im Endeffekt. Ja. Die hat Vögeln gesagt. Weil die ziehen ja in den Süden einfach, wenn es zu kalt wird und keine Nahrung mehr zu finden ist. Ja. Weiß ich nicht, ist ziemlich schwierig. Ich glaube aber, dass die Nahrungsreserven, die man so finden kann und die man horten kann, wenn man zum Beispiel wie du dann in irgendeinem Fort dich verbarrikadierst, dass die durchaus halten können. Und das für mehrere Jahre. Vor allen Dingen, wenn man hier so Dosenscheiß hat. Das ist ja unglaublich, wie viel es davon gibt. Und man muss einfach nur mal Metro-Großlager plündern oder sowas. Dann hast du Paletten von. Auch. Wobei halt das Problem ist, man ist da ja nicht so, also wir wissen es ja nicht, wo so ein Großlager ist. Und die Mitarbeiter zum Beispiel, die wissen, wo dieses große Lager ist. Und das Erste, was die machen werden, ist da hinfahren und alles mitnehmen, was sie können. Ja, nee, die sind tot. die sind einfach tot. Ja, aber das ist richtig. Nee, aber das könntest du halt auch nochmal bei Google suchen. Und das ist ja nicht sowas von wegen, heute muss ich los in 2 Stunden, ja, packe ich mal zusammen und dann. Nein, das ist ja alles Vorbereitung. Ja, darauf arbeitest du hin. Du hast ja wahrscheinlich auch schon ab dem Zeitpunkt, wo es dann richtig losgeht, wo dann gesagt wird, hier, bleib zu Hause und so weiter, dann schreibst du ja deinen Kumpels und dann, ey, lass das und das machen und da treffen und dann gucken wir mal, was wir haben, hat jemand Lösungsvorschläge oder sowas, ja? So, und das wäre so der Punkt, wo man, glaube ich, anfängt zu planen. Wenn man natürlich, wie bei The Walking Dead, im Krankenhaus aufwacht und die Scheiße ist schon vom Himmel gefallen. Seit Monaten, Jahren. Ja. Das ist natürlich doof. Ja, das ist echt doof. Aber tatsächlich, die ersten Schritte, die ich unternehmen würde, wäre, wie gesagt, hier abfackeln, Auto holen und dann in irgendeiner Art und Weise versuchen, einen Supermarkt zu überfallen oder sowas. Wobei da eben ziemlich schwierig ist, wie da die Umwelt ist, ne? Wenn da irgendwie 500 tote Rentner nach Brains rufen und davor schon anklopfen, obwohl es erst 5 Uhr morgens ist, wie man es halt kennt, dann ist es halt schwierig, da in die Bude reinzukommen. Vor allen Dingen ohne Waffe. Ich hab ja kein Bügeleisen. Ja. Ja, das ist eben der Vorteil an dem Ding. Also mit einem Messer ist halt immer so eine Sache, ey. Da hast du ja fast die Hand schon in dem Zombie drin dann. Du musst mit es rauskriegen, das ist schwierig. Und stell dir mal vor. Ja?
stell dir mal vor, du stichst gerade mit einem Messer zu oder sowas, ja, und dabei macht der Zombie seinen Mund auf und du haust ihn das rein und der Zombie kratzt dich quasi an deinem Finger mit dem Zahn, ja, dann war's das. Das ist sowieso immer so die Sache, wie das Ganze übertragen wird. Ja, das ist ja also immer Speichelblut. Halt und wenn du stirbst, weil das ist ja dann auch in der Luft. Ja, das ist dann halt wie bei The Walking Dead. Und da ist es zum Beispiel, die werden eigentlich alle schon verseucht. So viele, ja, wie die schon umgehauen haben und wie viel Blut da immer rumspritzt, da kommt garantiert ein paar Partikel in den Mund oder sonst wohin. Es ist halt immer ein bisschen Bullshit. Insofern, eigentlich braucht man gar nicht drüber reden, weil man sowieso innerhalb von 0, nichts infiziert wäre. Ja. Und dann wäre es eh vorbei. Tja, und damit also sind wir auch am Ende des Podcasts. Nein, aber ja, es ist ja trotzdem interessant, über sowas mal nachzudenken. Also es muss ja auch gar nicht um die Zombie-Apokalypse gehen. Es generell ja Apokalypse. Ja, oder letztendlich, man kann ja sogar, das ist ja was Ähnliches, als wenn man Aussteiger ist, der einfach irgendwo sonst wo hingeht und in den Wäldern lebt oder sowas. Mhm. Wobei also, du da wahrscheinlich nicht so dir Gedanken machen musst, dass dich andere Menschen töten. Ja, gut, das stimmt. Und Zombies, also da geht es eher darum, nämlich eine Waffe wird, um Tiere zu jagen. Dann gehst du auch wahrscheinlich anders ran mit einer anderen Ausrüstung und so weiter. Packst wahrscheinlich deine letzte Kohle in irgendein Bahnticket für eine Trillion Euro. weiß ich nicht. So viel letzte Kohle hast du? Klar, du nicht? Ich habe Reserven. Nee. Eine Trillion Euro? Was denkst du, warum Griechenland verschuldet ist? Ich habe hier einen Schuldschein von Griechenland, ich zahle zurück, versprochen. Gezeichnet Griechenland. Das liegt hier rum, irgendwo in dem Chaos. Unter den Töpfen. Es gibt wichtige. Die eigentliche Scheiße ist ja, dass wir jetzt diesen ganzen Mist wieder zurückräumen müssen. Ja, ja. Ja. Kann heute nicht mal die Apokalypse ausbrechen, bitte? Aber ich glaube, das Bügeleisen lasse ich so, dann kann ich hier im Sitzen bügeln. Weißt du? Stelle ich da mein Bügelbrett auf, schmeiß das Hemd drüber und dann immer. So gut. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich werde auch. Nee, ich kann nicht so lassen. Nee. Was ich vergessen habe, ist mein Nagel-Etui. Stimmt, habe ich auch nicht. Müsste man mitnehmen, glaube ich. Aber ich denke mal, also wenn es tatsächlich so weit wäre, dann würde ich durch die Wohnung gehen, wirklich Schritt für Schritt jedes Regal durchgucken, erstmal alles mitnehmen, wo ich denke, das könnte ich gebrauchen und dann wieder minimieren sozusagen. Du musst deinen Mitbewohner ja noch töten vorher, sonst nimmt er die Sachen weg. Wieso? Weil der ist wahrscheinlich eh nicht da. Ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, der ist im Delirium irgendwo unterwegs. So, Oh. Naja. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich habe sicherlich auch noch was vergessen. Ich glaube ja, dass so Verlängerungsschnuren möglich wären. Und ich glaube, ich würde auch allein schon, um tatsächlich irgendwie. Jetzt hätte ich beinahe. Hier was kaputt gemacht. Allein schon irgendwie so Kabel zu haben oder irgendwas zu binden und so weiter, weil ich sehe halt, überall braucht man irgendwas Handwerkliches. Irgendwo braucht man Material, um bauen zu können oder so, um nicht zu verrecken. Und da würde ich wahrscheinlich hier die Kabel nehmen oder sowas von Mikrofon, die USB-Kabel, weil die sind ja doch ziemlich stark. Apropos bauen und flicken und so, ist mir vorhin, bevor wir angefangen haben, hier ist mir noch gekommen, ich habe keinen Erste-Hilfe-Kasten hier in der Wohnung. Und allein für die Zombie-Apokalypse müsste man sich eigentlich mal so ein Ding anschaffen. Deswegen weil ein Auto. Da ist genau. Drin. Ja. Das macht schon Sinn, diese Dinge, die da drin sind. Mir ist, wo du die gesagt hast, die Wärmedecke übrigens auch. Die, stimmt. Die ist super. Stimmt. Ja, mit Waffen. Waffen? Würdest du dich auf die Suche machen nach Schusswaffen? Es gibt hier einen Waffenshop, das habe ich schon gegoogelt. Und ja, ich würde mich in diesem Waffenshop umsehen, allein schon, weil es dort Schwerter gäbe oder Macheten. Schusswaffen würde ich aber auch mitnehmen, weil ich mir zutraue, dass ich mit Schusswaffen umgehen kann. Das Problem an der ganzen Sache ist doch aber, dass den Gedanken, dich mit Waffen auszustatten an diesem Laden, den wirst nicht nur du haben, sondern den werden mehrere Leute haben. Und die zuerst da sind, werden alle anderen abknallen, die danach kommen. Das könnte gut sein. Oder die hauen einfach ab.
Ja, weiß ich nicht. Also die werden, da werden ja mehrere Leute auf jeden Fall gleichzeitig kommen. Ja. Und da werden, wird's gar, da wird das größte Gemetzel der Stadt wird da höchstwahrscheinlich stattfinden. Höchstwahrscheinlich, ja. The Purge. Und also dementsprechend, ja genau, dementsprechend glaube ich nicht, dass man da eine Chance hat, an so eine Waffe ranzukommen. Das Problem ist... Beziehungsweise ich würde das Risiko, glaube ich, nicht eingehen und zu so einem Punkt gehen. Aber gut, du hast jetzt deine Bügeleisenhellebarde, aber was habe ich denn für eine Chance? Na, das ist jetzt nur gegen Zombies halt. Gegen Menschen mit einer Schusswaffe habe ich erstmal keine Chance. Es sei denn, ich bekomme auch irgendwann mal eine Schusswaffe zufällig in die Hände. Ja, das ist, wahrscheinlich müsste man eher so auf Bundeswehrgebiete gehen. Dass man in irgendwelche Kasernen huscht. Wobei da halt auch, wir kennen ja die schlimmsten Gegner, oder das staffelt sich DLC. Ja immer. Ja, genau, die schlimmsten Gegner sind dann eben nicht nur Zombies, sondern es sind Soldaten-Zombies. Ja, weil die haben Helme und so weiter. Kannst du schön mal mit dem Bügeleisen drüber huschen, dann ist es wieder glatt. Aber das war's auch, ja. Und ist wirklich schwierig. Aber man kann natürlich auch in Polizeistationen gehen, wobei die sehr gut gesichert sind. Ohne Schlüsselkarte geht's. Die sind wirklich gut gesichert, ja. Da ist wahrscheinlich das Bundeswehrlager noch einfacher. Wobei das da wahrscheinlich auch genauso gesichert ist. In Deutschland ist doch alles so gesichert. Ja, aber ich glaube, du schaffst es trotzdem irgendwie reinzukommen. Also, und wenn es der Fall ist, dass du die Tür nicht an der Schlossseite aufbrichst, sondern an den Melange? Ah, fuck hier. Weißt du, Bescheid an den Halterung. Ja. Als du das vorgeschlagen hast, dieses Thema, ist mir auch noch gekommen, oder ist mir mal wieder klar geworden, dass ja die ganzen Serien, Filme, sonst was spielen nie in Deutschland. Ja. Warum? Hier gibt es halt keine Schusswaffen. Also genau, so. Erstens. Ja, und guck mal, in den USA hat auch jeder Zweite einen Baseballschläger. Wir haben ja nicht mal einen Baseballschläger hier bei uns. In Berlin-Kreuzberg ist, glaube ich, der Baseballschläger der zweit- oder drittstärkste Verkaufsschlager. Wobei die wenigsten damit Baseball spielen. Ja, genau. Ja. Aber in den USA haben halt alles da. Mhm. Die haben Schusswaffen da. Die haben, also von Russland brauchen wir auch gar nicht reden. Die haben Raketenwerfer. Jeder hat einen Raketenwerfer unter dem Bett. Ja. Niemand hat Kohle für eine Ausbildung, aber jeder hat einen Raketenwerfer. Ja, na, ist ja auch billiger da drüben. Nee, aber es ist halt tatsächlich so. Die Amis hätten echt einen riesen Vorteil bei so einer Apokalypse. Ja, wobei man halt auch sich selbst Schusswaffen bauen könnte. Aber mit einem 3D-Drucker zum Beispiel. Zum Beispiel kann man dann Papierkügelchen verschießen. Nee, die haben tatsächlich mit einem 3D-Drucker haben die Schusswaffen und Kugeln gemacht, die auf 30 Meter genau sind. Damit kannst du einen Mensch töten. Mit einem 3D-Drucker, den du dir so kaufen kannst. Das ist wirklich so. Ja, das ist jetzt halt mittlerweile verboten, das zu machen, aber theoretisch kann das jeder machen. Ist es verboten, Schusswaffen herzustellen? Das ist richtig krass, ey. Oh Mann. Wobei, man kann halt in einen Baumarkt gehen. Da gibt es zwar keine Schusswaffen, aber sowas wie Äxte und so weiter. Bolzen. Ja, diese Bolzen-Schussgeräte, auf jeden Fall. Da brauchst du aber, glaube ich, einen Stromanschluss. Das ist nicht mit Hydraulik. Ja, stimmt, ja. Aber wie dem auch sei, am meisten hast du, glaube ich, die Chance, wenn du, also abgesehen von der Waffe und der Ausstattung, wenn du einfach gesund bist und jung. Ja. 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 Zu jung ist schlecht, weil du hast keine Erfahrung, du kannst nicht kämpfen. Zu alt ist schlecht, weil du hast zwar sehr viel Erfahrung, aber bist alt und gebrechlich. Ich glaube, wir haben so mehr oder weniger das perfekte Alter. So. Ab geht's! Deswegen habe ich doch gestern das Kind geopfert. Ich habe gedacht, das wäre nur Minecraft gewesen. Ach, verdammt, ich glaube, die Leute können ja die Minecraft-Folge erst nach dem Podcast sehen. Aber egal, ist ja ich hab Kinder. Es wurden Kinder geopfert. Genau. Ein Kind. Ja. Zwei? Eins war es. Das einzige Kind, was es gab in Minecraft. Das habe ich geboren. Und Basti wollte kein Vater sein, deswegen habe ich gesagt, alles klar. Mach's gut, Bengel. Und hab das Ganze dann der Apokalypse geopfert, auf dass sie bald kommen möge. Ja. Apropos, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt. Bei der Hülle und Fülle, die wir so Apokalypse-Spiele oder die
alles, was worum es um die Zombie-Apokalypse geht, wird konsumiert wie Wasser. Koks. Wasser. Wasser ist noch was besser. Was du immer mit deinem Koks hast, Alter. Am Ende denken wirklich alle, du nimmst Koks. Deswegen ist deine Nase auch verstopft. Ja. Ey, ich bin voll krank. Wenn ich Koks nehmen würde, dann wäre ich nicht so ruhig in den ganzen Sachen. Dann würden meine Videos ganz anders aussehen. Die sehen dann eher aus wie die Videos von Pii. Ich denke jetzt an jemand Bestimmtes, ja. Aber ich werde den Namen jetzt nicht sagen. Rahmschnitzel. Ja, okay. Der LSD-Junkie. Wir wollten es nicht sagen, aber Rahm ist voll auf den ganzen Chemikalien. Ja, der ist immer so hippelig, Alter, die ganze Alter. Zeit. In Hamburg, das war so krass, der hat echt, egal. Die ganze Zeit nur rumgerannt, wir mussten den die ganze Zeit hinterher. Was machen wir jetzt? Rahm? Und dann, sobald die Kamera angeht, hallo? Wie geht's euch? Naja. Gott, dieser Typ. Sehr, sehr schwierig. Na gut. Aber er will nicht ausnüchtern. Er will keine Rehabilitierungsanstalt aufsuchen. Will er nicht. Rehabilitation. Heißt es. Ja. Aber ja, die Leute konsumieren wie sonst was. Und du meinst, das liegt woran? Was konsumieren die nochmal wie sonst was? Zombie-Apokalypse. Ja, genau. Ich habe mir schon die ganze Zeit jetzt überlegt, was war jetzt nochmal, wie sind wir nochmal darauf gekommen? Nee, und zwar glaube ich ja, dass viele Menschen sich anscheinend tatsächlich sowas wünschen. Und deine Antwort darauf war dann ja, als wir uns darüber unterhalten, naja, jeder hat ja auch irgendwie, jeder hat ja irgendwelche Sorgen. Jo. Sozusagen. Also ich glaube, um das weiter auszudifferenzieren, es ist halt so, dass jeder irgendwie Schulden hat oder Probleme in puncto, keine Ahnung, Liebe, Arbeit, der Job ist scheiße, die Olle ist scheiße, der Olle ist scheiße, man hat, keine Ahnung, man hat sein Kind verloren, man hat seine Eltern verloren. Überall gibt's halt Probleme und wir sind halt schon ein bisschen traurig und wir kommen aber mit der Realität, die wir so uns selbst mehr oder weniger geschaffen haben oder die für uns geschaffen wurde, kommen wir jetzt so weit nicht klar und deswegen glaube ich, dass es der Fall ist, dass man sich die Apokalypse ersehnt, eben um damit aufzuhören, dass man vielleicht einen Neuanfang startet und vielleicht ein cooleres, also cool im Sinne von abenteuerreicheres Leben sich schafft. Weil im Endeffekt das, was man tatsächlich hat, ist, man hat einen Job, man kommt nach Hause, da ist die Olle, da ist der Olle, ja, und dann war's das. Hat er beim Sprechen einen Haarmund und dann war's das. Man geht zu Bett, man guckt vielleicht noch fern oder sowas, guckt Anne Will und mit ihren Wurstgesichtern am Tisch und das war's. Ja? Und so gehen halt 5 Tage, der 6. Tag, da besorgst du dich, der 7. Tag hast du einen Kater und musst bei dir zu Hause aufräumen und das war's. Das sind so deine Highlights im Leben. Und ja, früher war es so, man hat sich dann zu Hause eingesperrt und hat gelesen, ja, Stichwort Romantik und hat geschrieben. Und jetzt ist es so, man will raus und man wünscht sich nämlich die Zombie-Apokalypse, dass der scheiß fucking Nachbar, der Sonntagmorgen 8 Uhr mit dem Rasenmäher auf dem Rasen steht und wirklich den 1 Millimeter wegsemmelt, der innerhalb von 3 Tagen gewachsen ist, dass der zum Zombie wird, damit man richtig die Scheiße aus ihm rausdreschen kann. So. Das glaube ich aber zum Beispiel nicht. Ich glaube, dass sich zwar jeder immer über irgendwas ständig aufregt, ja. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind trotzdem insgesamt noch immer so positiv drauf, dass sie sagen, naja, es muss jetzt hier nicht unbedingt mit der gesamten Welt zu Ende gehen. Nee, deswegen, du bist ja danach wieder da. Ja, genau, davon gehen nämlich alle Menschen aus. Ich bin derjenige, der dann zum Schluss noch steht. Aber so wird es ja eben nicht sein. Die meisten Menschen werden einfach mal bei sowas draufgehen. Das ist einfach Fakt. Oder wenn nicht, gehen sogar alle drauf. Ja. Und das ist einfach die falsche Denke. Die meisten Menschen denken halt, es läuft wie in den Filmen. Die Hauptcharaktere gehen halt durch bis zum Schluss. Richtig. Aber um ein Hauptcharakter zu sein, muss man cool sein. Von daher. Genau, und das sind wir alle nicht. Das sind wir alle. Ich bin ja wohl mal. Das sind wir alle nicht. Ich bin ja wohl mal vom Allerfeinsten hier am Stissel. Naja. Nee, also ich glaube, weiß ich nicht. Also, aber was du gesagt hast, ja. Von wegen, die Leute wollen Action und sowas. Also die Leute wollen was erleben, die wollen
ne, es ist tatsächlich so, dass fast jeder so ein Trott lebt. Ja. Jeden Tag zur Arbeit oder zur Schule oder was auch immer macht. Und es ist einfach ein Rhythmus, der ganz, ganz schlimm ist. Und der einen Menschen definitiv auch einfach kaputt macht. Also entweder ja. Irgendwann werden die Menschen so, ist mir alles scheißegal, ich mach das einfach mein Leben lang und sterb dann irgendwann. Oder die drehen halt wirklich durch. Naja, und wobei eben auch bei solchen Rhythmen der Fall ist, wann gehe ich wohin? Weißt du, wenn ich 8 Uhr aufstehe, um 9 Uhr bei meiner eigenen Firma zu sein, bei meinem eigenen Unternehmen zu sein, ja, weil da Herzblut drin steckt oder weil ich irgendwo angestellt bin, wo ich wirklich wie ein Mensch behandelt werde und so weiter, dann bin ich da total gern, weißt du? Und da ist auch der Rhythmus dieser Trott gar nicht schlecht. Möchte ich ja gar nicht sagen. Aber es ist immer noch nicht abenteuerreich. Es ist immer noch, es ist zwar ein schönes Leben, aber halt nicht, wo man sagt, cool, hier, Kinderchen, ich habe heute wieder 20 Zombies den Kopf abhischen. Na, aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr, also manche Menschen mögen so drauf sein. Die brauchen halt wirklich jeden Tag, müssen die irgendwas umbringen, damit sie von Abenteuern sprechen können. Aber es gibt ja auch andere Abenteuer, in Anführungszeichen. Also Ladies. Ich zum Beispiel. Ja. Nee, aber ich zum Beispiel sehe zum Beispiel auch, und das merke ich halt, obwohl es teilweise auch echt frustrierend ist, aber ich merke das halt hier Thema YouTube zum Beispiel. Es ist ja letztendlich, du weißt es ja auch, es ist auch in einer gewissen Weise ein Abenteuer einfach. Weil natürlich nicht mit Action und Blut und was weiß ich, aber es ist, man kann sich, glaube ich, auch innerhalb dieses, nicht, dass das System irgendwie gut wäre oder sowas, dass es geil ist, aber ich glaube, das Problem liegt halt meistens dann vor, wenn man tatsächlich, wie du halt gesagt hast, in irgendeiner Firma arbeitet und der letzte Lulatsch in der Firma ist, also der ganz unten ist, oder wo halt nichts passiert, wo du jeden Tag, wo nichts passiert, wo keine Abwechslung drin ist. Also letztendlich, glaube ich, geht es mehr um Abenteuer im Sinne von Abwechslung. Ich erlebe ständig was. Das muss ja nicht was sein, dass ich draußen bin und Zombies abschlachte, sondern es kann auch irgendwas sein, keine Ahnung, dass ich, so wie gestern zum Beispiel, habe ich mit einem Komponisten auf Soundcloud geschrieben und das finde ich voll geil. Mir macht das voll krass Spaß und für mich ist es halt interessant, so Menschen kennenzulernen und so. Und dadurch wünsche ich mir halt zum Beispiel nicht die Apokalypse. Durch so eine Sache. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich halt weitere 10 Jahre den Job gemacht hätte, den ich vor einem Jahr machen musste, dann hätte ich mir die Zombie-Apokalypse ganz sicher auch herbeigewünscht. Eben aus dem Grund, den du vorhin genannt hast, von wegen, dass ich nicht meinem Nachbarn, aber vielleicht meinem damaligen Vorgesetzten oder sowas eins aufs Maul geben kann. Aber es ist natürlich auch immer schade, wenn man eben nicht aus diesem Trott rauskommt und sich dann halt denkt so, okay, ich mache das jetzt halt nur noch 20 Jahre, nur noch. Und so ist es doch. Wie lange arbeitet man? 40 Jahre? 40 Jahre. Im Schnitt kannst du sagen 40 Jahre. Ja, so, ja. Also bis man vielleicht nicht mehr kann, bei Bandscheibenvorfall oder sowas, dann kannst du ja auch nicht mehr im Büro arbeiten. Oder Dachdecker ja noch schlimmer, die schaffen meist gar nicht die 40 Jahre oder halt bis zu 67 Jahren, bis man dann in die Rente gehen darf. Es ist halt total schade, wenn man nicht dafür arbeitet oder genau das als das arbeitet, was man eben gern machen möchte. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wenn ich Zombiejäger sein möchte, dann hast du ein Problem, weil es keine Zombies gibt. Ah, noch nicht. Ich bin noch in der Ausbildung. Die Ausbildung ist dann beendet, wenn ich tatsächlich einen Zombie vernichte. Huja! Egal. Ja, aber es liegt halt auch an den Menschen selbst, muss man einfach sagen. Weil letztendlich kann sich ja halt jeder, zumindest die meisten Menschen, könnten sich für einen anderen Lebensstil entscheiden. Ja. Man kann sich selbst dazu entscheiden. Man muss da natürlich gewisse Nachteile auf den Schultern tragen, beziehungsweise man muss halt davon ausgehen, dass wenn man sich selbstständig macht, dass das Geld nicht sofort fließt. Dass man vielleicht monatelang am Ende des Monats sich überlegt, scheiße, ey, wie komme ich jetzt über die letzte Woche oder was weiß ich was. Das mag sein, aber ich glaube trotzdem, dass man unterm Strich das interessantere Leben hat, wenn man sowas macht, anstatt, aber wobei eben andere Menschen auch wieder das geil finden. Die wollen halt jeden Tag einfach nur 8 Stunden hirnlos irgendwo rumsitzen und dafür dann ihr Geld bekommen.
Aber die meisten dieser Menschen, ja, es ist ja auch in Ordnung, aber das Problem ist, was ich teilweise sehe, wenn man dann, wenn man nach diese, wenn man diese 8 Stunden stumpf gearbeitet hat und danach dann irgendwas Geiles hat, ein Hobby, irgendwas, wo man halt wirklich Action hat, dann ist es ja auch wieder irgendwie ein geiles Leben. Zumindest aus meiner Sichtweise. Aber die meisten Menschen, die halt so, oder viele Menschen, die so drauf sind, ich will meine 8 Stunden da machen, die sitzen danach dann zu Hause auch nur vorm Fernseher. Also das ist halt, vielleicht sind sie dann ja auch damit glücklich. Ich möchte ja niemandem vorschreiben, wie er glücklich ist. Ja gut, aber ist, die Leute, aber die durch Fernschauen glücklich werden, das sind, glaube ich, Zombies. Nee, aber das ist dann halt das Problem, so Perspektive, was hat man für eine Perspektive und dementsprechend, egal welche Ausbildung man hat, weißt du, wenn es dann darauf hinläuft oder hinausläuft, dass du wirklich nur irgendwie deinen Job runterreißt, dann solltest du es lassen und auch wenn du nicht gleich einen kriegst oder einen, der schlechter bezahlt ist, aber wo du genau das machen kannst, was du machen kannst, oder machen willst, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man sich vielleicht nicht selbst verwirklicht, aber durchaus so diesen Trott von wegen, oh, ich wünsche mir jetzt einfach mal geil, eine Zombie-Apokalypse ist vorbei. Es gibt auch einen anderen Weg, um dem Ganzen zu entgehen, ja. Zum Beispiel einfach mal sein Leben versuchen zu gestalten, wie man es selbst möchte und nicht wie richtig der Hans-Günther-Vorgesetzte da so möchte. Genau, das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Mhm. Aber wie gesagt, es ist, man muss dann halt mit den Dingen leben, die da mit einem herkommen. Ja. Dass es einem eben teilweise finanziell oder was auch immer nicht gut geht. Aber dafür hat man eben sein Leben tatsächlich selbst in der Hand. Ja. Zumindest soweit es das System eben zulässt. Ja. Zu einem gewissen Maße hat man sein Leben natürlich nicht in der Hand, aber ja. Genau. Cool, dann enden wir ja total mit was Negativem. Danke, Basti. Nö, eigentlich ist es gar nicht negativ. Doch, weil ich es find, wird niemand machen. Positives. Jetzt fühlen sich alle Leute schlecht. Nö. Doch. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ja eher, dass die Leute jetzt vielleicht, liebe Menschen, ihr Zuschauer, denkt ihr ja mal darüber nach. Oder vielleicht sagt ihr auch, nö, ich bin nicht eurer Meinung. Ich finde das toll. Weißt du, was morgen? Morgen steht in der Zeitung, 1000 neue Kinder geopfert für die Zombie-Apokalypse. Das steht morgen in der Zeitung. Wegen dieses Themas. Ja. Oh, das wäre echt hart, oder? Das wäre krass auf jeden Fall. Dann würde ich mich, glaube ich, einweisen lassen oder so. Ich würde auf jeden Fall aufhören mit dem Podcast, Mann. Alter, und ich wäre ein bisschen überrascht, dass wir so überzeugend sind. Also negativ überzeugend. Ist ja egal, ob doch überzeugend. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Vollkommen in Ordnung. Ja, naja, wie auch immer. Wir sind jetzt am Ende. Das 1,5 Stunden haben wir jetzt. Mhm. Müssten 2 Teile sein. Ja, es sind 2 Teile. Oder? Nee, wir machen 5 draus. Ja. Also so 20, 25 Minuten. Dann danke fürs Zusehen beim diesjährigen Podcast. Das nächste gibt's dann 2014. Wir freuen uns auf euch. Es kann nicht sein. Es sollte nicht sein. Eigentlich sollte es vor Ende des Jahres noch einen Podcast geben. Weil Plan ist das immer abwechselnd. Einmal eine Challenge, einmal ein Podcast kommt. Aber mal gucken. Tja, und deshalb gibt es... Wir kriegen es doch wohl hin. Wir haben noch 3 Wochen. Wir. Das kann ich dafür, wenn ich krank bin. Ja, komm, hör auf. Meine Muschi tut so weh, ich kann heute nicht zum Podcast kommen. Nein, ist ja richtig. Es ist immer was dazwischen kommt. So. Aber nächste Woche gibt's die Challenge. Was gibt's denn für eine Challenge? Weißt du das schon? Ich weiß, welche kommt. Das wird bunt, oder? Ja, ja. Mhm. Es wird bunt. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Egal. Da gibt es einen Copyright-Strike. Ja. Ich sag nur Bully. Hat er das gemacht? Nee. Bully! Ja, nächste Woche kommt Bully. Bully! Eventuell suchen wir da auch gerade noch einen Cartoonisten oder sowas, der das in Zukunft mit uns umsetzt. Da gibt es aber nochmal ein extra Video. Mindestens. Ja. Ich möchte das gern verfolgen, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte das sehr gern verfolgen. Ja, aber lass uns nicht weiter darüber reden. Die Menschen wissen ja noch überhaupt nicht, worum es geht. Umso besser!
Genau. Nee, also wie gehabt, wir haben uns schon vor 2 Minuten verabschiedet. Richtig. Deswegen machen wir es nicht nochmal und machen hier einfach einen Cut. Ihr blöden Penner. Machen wir? So, ich esse jetzt Reis mit Nudeln. Ich habe nur Nudeln. Und fein gehackte Tomaten. Und eine Tafel Schokolade. Geile Mahlzeit! Ich glaube, ich werde mir die Nudeln in der Tafel Schokolade erhitzen. Wahrscheinlich die Trockennudeln auf die Tafel streuen. Go, 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 go! Achso, gleich abbeißen. Bist ja schon ein harter Hund. Knistert dann so schön. Knisterknasten.